installiert. Die Kritten hat gebaut, ein Krippel aus der UF-Ausstattung. Ein Krippel bei der Kritten. Du, weißt nicht, was da passiert ist, gell, der Krippe? Da hat der Josef die Maria gefehlt. Nein! Ja, kannst du nachlesen? Kannst du in der Bibel nachlesen? Du Trottel! Grüß euch, liebe Leute! Grüß euch! Der Andi hat zur Weihnachtszeit für euch gleich am Anfang ein Gedicht dabei. Ja, hab ich. Ist alles gut daheim? Ja, alles brav, ne? Alle gesund? Gut, gefreut mich. Pass auf, Gedichterl, was fürs Herzerl jetzt, ne? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Geht schon gut los, gell? Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht er mir. Ist das Weltklasse? Gib mir du! Komm, so, Alex, was machen wir? Was zaubern wir? Fangen wir an! Ja. Fangen wir an! Jeden Abend bin ich weg, trinken in der Punschtränke. Meine Frau sagt immer, ich weiß nie, wo du am Abend bist. Da sag ich zu meiner Frau, weißt du, wie man nennt eine Frau, die immer weiß, wie ihr Mann ist? Eine Witwe. Das ist super! Weltklasse! Hätten wir ein Weltklasse-Niveau! Ich mache etwas ganz was Feines, und zwar das sind rote Ruben. Warum heißen die roten Ruben rote Ruben? Warum heißen sie? Weil sie rot sind und Ruben sind! Ja, ganz einfach! Kannst du nicht Schnitzel sagen zu den roten Ruben? Du, Andi, ich trinke ständig Punsch jetzt zur Zeit, gell? Und das ist ja so öd, gell? Immer nur die Orangen und die Beeren, die da alles, was man da einhaut, ist alles ein Dreck, gell? Also, erstens, man braucht keinen Tee und man muss es auch nicht warm machen. Es reicht in der Regel reicht eine kalte Flasche Rum. Inländer Rum, weil Ausländer braucht man da nicht. Das ist ein Wahnsinn, Alex. So, ich bin vorbeigefahren an einer Weide, gell? Da stand eine Kuh. Ich gehe zur Kuh hin, schneide die auf, hole die Leber raus, gell? Und die Kuh schaut mich ganz verdutzt an. Und? Aus der Leber habe ich dann eine Wurst gemacht, gell? Wir Profis nennen das Leberwurst, gell? Und Leberwurst, genau das mache ich jetzt mit dem Punsch. Da hau ich jetzt einfach die Leberwurst rein. Schmeiß das rein. Was mache ich? Rote Ruhm, Sand auf den Schüssel und jetzt Agerl. Agerl, schau her. Oh, schaut das gut aus. Was ist das? Kapel, schau, das Kapel an. Schau, ist das lieb. Damit es noch schöner, gell? Wenn es schön anschlägt. Pass auf, Kapferl, Weihnachtskapferl. Was hat er denn da im Gostel hörst? Oder ins Großbissen, gell? Pass auf, Weihnachtskapferl im Oktopussi-Mantel. Im Oktopussel, schau, Oktopussel, komm her, komm her. Oktopussel. Das gibt ja fast, dass wir noch leben hörst. So, warte, schau, Kapferl liegt schon da. Den haben wir eine in die rote Ruhm rein und dann tun wir das Oktopusselmantel übers Gesicht drüber. Mann, das ist schön. Das ist was Lieres. Gut ist das Auge. Das schaut wirklich gut aus. Das gibt's ja nicht. Was ist denn los mit dem Herrn? So, jetzt ist er wieder drin, wo er hingehört. So. So, bitte, wo ist das Oktopussel? Pass auf, ganz kurz. Auge, dann kommen wir mal zu mir kurz. Gell? Ich hau jetzt mal die Leberwurst. Du kannst auch die Scheiße. Du kannst alles einhauen in Wahrheit. Du brauchst es gar nicht so. So, jetzt kommt's auf die Deko. An die Deko. Nicht immer nur die Orangen dranstecken ans Glasele. Na, sehr gut, Alex. Du kannst ein Leberwurstbrot, packst einfach da so hin, gell? Schau mal, wie schön das aussieht. Schau das gut aus. Das ist ein Weltklasse-Punsch. Schau das gut aus. Da möchte ich saufen, da möchte ich mehr Fleisch stecken. Ja, das ist ein Traum heute wieder. Alles gut. Du, pass auf, komm her. Jetzt haust du das auf die Pfanne, gell? Hab ich schon ein Pfandl reingehabt und das Oktober. Schau mal, damit es der Mantel hat. Du musst es da. Geh weg, das ist was. Agerl, schau dir das an. Agerl, komm her, da wirst du wahnsinnig. Und die roten Ruhren drauf, haben wir ja wohl eine Weltidee. Pass auf, die Karpfen im Oktopusmantel mit roten Ruhren und dann eine Wunderkerzerl dazu. Bitte nicht mitessen. Das bitte nicht mitessen. So, hier, bitte. Bitte nicht. Gehst du an, hörst du, Arschloch? Jetzt komm, pass auf, haben wir noch Sendezeit? Bitte kochen das noch. Anni, für dich einen Punsch, gell? Einen schönen Weihnachtswunsch. Danke, das reicht schon noch. Bitte die Gerichte können es nachkochen. Ja. In der OF nachlese, gell? Oh je, es ist kaputt gegangen. Kann nichts mehr passieren. Bei uns ist locker. Mystery. Yes, come on.